Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit Agonis, der inzwischen sogar seine Fensterglasbrille gekriegt hat. Und nein, ich will nicht versuchen, einen zweiten Harry Potter herzustellen, wollte ich gerade sagen, zu machen, weil, bei uns ist auch schon dieser Spruch gefallen, es wird Großes von ihnen erwartet. Und nein, das soll keine Anspielung drauf sein, dass ich mir einen zweiten Harry Potter ranzüchten möchte. Nein, Agonis hat wirklich eine Brille. Der hat wirklich eine Brille. Und das sieht man auch beispielsweise, wenn ich streame in dem Streaming-Bildschirm. Da hat Agonis ja auch eine Brille, also von daher. Was gibt es Neues vom Drachen in Pitterpontfort? Ich glaube, ich würde da einfach wegziehen. Aber Hogsfield soll nett sein. Was Laura Hogsfield? Naja, beide Hogsfields. Ja. Okay. Zeig mir doch mal die Map. Wo bin ich denn? Was ist das denn? Ach, Weasley nach dem Unterricht. Professor Weasley will mich in ihrem Klassenzimmer sehen, das zwischen dem Bibliotheksanbau und dem Astronomieflügel ist. Man, ich bin es gewohnt, immer erst die Nebenquests zu machen, bevor ich mich an die Hauptquests mache. Hauptsächlich, um zu verhindern, dass ich Nebenquests verpasse, die nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gehen. Wäre nämlich nicht ungewöhnlich, dass man Nebenquests nicht mehr abschließen kann, wenn man die Hauptquest zu weit vorantreibt. Deswegen ist meine Devise eigentlich immer, Nebenquests haben Vorrang. Also macht euch, liebe Freunde, macht euch schon mal drauf gefasst, dass das ein verdammt langes Let's Play werden wird. Weil ich so gut es geht, einfach komplett alles mitnehmen will. Alles erkunden, alles sammeln. Muss ich hier raus? Alles erkunden, alles sammeln, alles entdecken. Am besten spielen auf 100%, weißt du? Gerade solche riesigen, gigantischen Erkundungsdinger. Gerade die. Das kostet halt alles immens viel Zeit. Oh, da sind zwei. Also an das Mikro-Ruckeln, glaube ich, müsst ihr euch tatsächlich auch mitgewöhnen, so wie ich. Weil, ne, wie gesagt, wenn ich irgendwo neu bin... wird das Gebiet geladen. Man sieht ab und zu mal so ein bisschen im Hintergrund. Man sieht ab und zu mal so ein bisschen im Hintergrund. Macht das einen Sinn, dass ich das... Hat das Sinn, dass ich das mache? Das ist mega auffällig, das Ding. Oder kann... Warte mal, kann ich das... Kann ich den ranziehen? Ach, hier. Gute Eingebung, geil. Sehr gut. Warte mal, kann ich die nicht irgendwo lesen? Entdecke Handbuchseiten. Kann ich die... Oder muss ich Sammlungen... Erscheinungsbilder? Revelio-Seiten? Ach, das sind diese Büsten? Komm schon, wo ist die, wo ich gerade aufgesammelt habe? Die muss doch auch irgendeine Info oder... Ah, nee, Revelio, das war ja nicht Revelio, das war ja Accio. Ist das auch aufgelistet? Nö. Zaubertränke? Gegner, Erscheinung, Revelio, Tierwesen, Besen... Zutaten, Beschwörungen, Zauberstabgriffe und Eigenschaften. Okay, ich glaube, da gab es einfach nichts. Es war halt einfach nur so eine Tagebuchseite oder eine Seite an sich. Aber ich glaube, die kann man gar nicht lesen. Aber das war wie so eine Eingebung. So erst mal angreifen. Angreifen funktioniert nicht. Kann ich die ranziehen? Ging wohl.
ging wohl. Alter Schwede, ey. Ach, da kamen wir her. Verzeihung. Da kamen wir her. Es ist vor allem, glaube ich, ist das auch relativ anstrengend, wenn man von Anfang an so gut wie überall hin kann. Ich glaube, das ist dann auch so nach einer Zeit echt anstrengend, wenn du überall hin kannst, alles anschauen kannst, keine Grenzen hast. Revelio. Okay, mit dem ist irgendwas. Muss ich dem vielleicht ein Leuchten beibringen? Lumos. Guck mal, ich habe ein Licht. Da hat gerade unten irgendwas lila. Guck, da leuchtet irgendwas blau. Oh, muss ich die hochheben? Da ist so eine Feder. Leviosa. Ah! Ein dezenter Hinweis. Sammeln. Dankeschön. Oh, Level 3. Jawohl. Interessant, aber ich liebe sowas zum Erkunden. Ne? Ich liebe es so sehr. Auch wenn es echt sau lange dauert und sau viel zu tun. Ich liebe sowas. Alles erforschen und entdecken. Geheime Sachen finden. Vielleicht ein paar Easter Eggs finden oder so. Ich lieb's. Kann er ab. Ja, er kann springen. Ich glaube, ich bin in dem ganzen Spiel bisher noch nicht gesprungen. Ach, da unten, da ist der Hirsch. Da kam ich her. Ah, jetzt bin ich hier oben. Ist hier was Besonderes? Hier ploppt nichts auf. Jeden kleinsten Winkel. Das gleiche war bei Elden Ring halt auch jeden kleinsten Winkel erforschen. Ein Mega-Power-Trank. Ein Lebensfläschchen. Wie konnte ich das trinken? Mit G war das, glaube ich, ne? Das ist der Hauptsaal. Wo da vorne irgendwo dann auch wahrscheinlich die Ding liegt. Diese Mütze, dieser Hut. Wenn der immer da liegt, ich weiß es ja nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber jeden kleinsten Winkel ablaufen. Weil gerade bei diesen winzig kleinsten Winkeln, da könnte immer irgendwas Besonderes sein. Ja, wie schon gesagt, bei Elden Ring war das ähnlich. Das ist eigentlich Tee. Ah, das sind meine Zauber. Ach du Schande. Ach da, guck, da hatte ich... Was hatte ich gerade? Expelliarmus. Licht. Reparo. Ach, da kann man reparieren. Ach, das hat Fick, glaube ich, am Anfang im Dingens gemacht. Ne? Dieses Steingedöns repariert, dass wir drüber laufen konnten. Uiuiui. Das wird hier noch lustig, auf jeden Fall. Das wird noch lustig hier. La, da, da, da. Guten Tag. Entschuldigung. Alter, wie viele Wege es hier einfach gibt. Oh, ich bin so dankbar, dass die Entwickler da direkt so ein Wegpunkt-Dingens mit reingesetzt haben. Da bin ich so unendlich dankbar für. Ich glaube, sonst würde ich mich hier niemals irgendwie zurechtfinden. Oh, da haben wir wieder so einen mit Feder. Mit Feder. Levioso. Dankeschön. Ach, hier haben wir den großen Platz. Mehr oder weniger den großen Platz.
Neulich dachte ich, ein Junge wollte... Also für die Leute, die sich fragen, boah, du hast aber hier eine, in Anführungsstrichen, scheiß Grafik und da ruckelt's und bla bla bla. Ja, ich weiß, mein PC ist nicht mehr der jüngste. Er hat von sich aus schon die Grafik etwas runtergeschraubt, weil mittlerweile heutzutage die ganzen... Spiele von vornherein schon erkennen, wie stark dein PC ist. Und mein PC ist leider schon 9 Jahre alt oder so. Also von daher ist es tatsächlich kein Wunder, dass er mittlerweile nicht mehr so in Topform ist und alles kann in der höchsten Einstellung. So langsam aber sicher merkt man mittlerweile, dass er ein bisschen schwächelt. Ich kann das meiste noch super problemlos spielen. Ohne Ruckler, ohne alles. Es sei denn, es gibt halt... Ach, da muss ich bestimmt Feuer machen. Da muss ich 100 pro Feuer machen. Gab's nicht einen Zauber, der so aussah? Nee. Aber es gibt bestimmt irgendeinen, wo ich Lampen anzünden kann. Ein unverzeihlicher Fluch, Alter. Ach da. Wingardium Leviosa. Das ist das. Lässt bewegliche Objekte schweben und kontrolliert sie. Ach, bei dem anderen kann ich sie nur schweben lassen, ne? Lässt Objekte und Gegner schweben. Nützlich sowohl zum Lösen von Rätseln als auch zum Überraschen von Gegnern. Also das Wingardium Leviosa ist für Halten und Bewegen. Und das Levioso ist einfach nur zum Schweben bringen. So, hier haben wir bestimmt wieder diesen Saal. Nee, auch nicht. Okay. Einen riesigen. Ich wünschte, ich würde alle Geheimnisse auf der Map angezeigt kriegen. Ich habe so viel zum Erkunden. Naja, ich würde da, glaube ich, lieber nicht über die Brüstung springen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja, hier sind auf beiden Seiten diese Dinger, ne? Also irgendwas passiert hier, wenn wir wahrscheinlich die Dinger anzünden. Da 3, 4, 1, 2. Also 1, 2, 3, 4. Und hier wahrscheinlich auch. 1, 2, 3, 4. Okay, das ist immer an derselben. Ich dachte vielleicht, wenn das Rädchen an anderen Ziffern steht, dachte ich mir vielleicht... Okay, das ist aber anders. Wenn das hier an anderen Ziffern steht, hätte ich vielleicht gesagt, muss man das in dieser Reihenfolge machen. Aber die stehen immer an derselben Stelle. Es sind aber andere Symbole da. Oh, da. Das Dreieck ist zuerst. Danach das Runde. Also Dreieck ohne ist zuerst. Vielleicht reicht das ja schon. Das Dreieck ohne ist zuerst. Ich kann mich nicht erinnern, dass Sebastian mal ein Duell hat. Tja. Dann die 2 ist das Runde. Okay. Ah, okay, warte. Das ist so. Aber die anderen sind nicht nah genug dran. Da muss ich wahrscheinlich auch noch irgendwas machen, dass diese Zahnräder nah genug da dran sind, dass die das drehen können. Kann ich denn... Levioso! Nö. Ranziehen vielleicht? Akio! Nee. Okay.
ich lerne vielleicht später noch irgendwas, wo ich das mitmachen kann. Aber ich denke, ich muss das dann so hindrehen, dass die dann die richtigen Ziffern, dass hier das richtige Zeug dran ist. Ich brauche nur etwas, womit ich dann diese Zahnräder praktisch so nah randrehen kann, dass die Verbindung da ist. Aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, von daher. Das sollte ja eigentlich hier Agonis Metier sein, mit seinen Rätseln und hast du nicht gesehen. Das sollte eigentlich genau sein Ding sein. Hallo. Der sieht auch nicht so begeistert aus, der Gute. Haben wir hier... Oh, guck mal, hier haben wir noch eins, das wir ranziehen können. Komm mal wieder hoch. Der fliegt hier durch die komplette Pampa. Ach, hier. Dankeschön. Oh, noch eine. Dü-dü-dü. Oh, das haben wir schon geholt. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ach, das ist das Hauptding, glaube ich, von wo wir am Anfang vor dem Unterricht noch waren. Gut, dann gehen wir mal weiter, wo wir hin müssen. Oder auch nicht? Doch, ich dachte gerade schon. Jetzt sind wir wieder hier draußen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon vorbeigekommen bin, aber kann gut sein. La la la. Es tut mir leid, dass ich hier rumlaufe und sonst im Grunde momentan sonst nicht viel passiert. Ach guck, jetzt sind wir wieder hier. Das Bild kennen wir auch schon. Jetzt wieder hier einmal raus. Das kenne ich noch nicht. Hui! Oh, nicht schon wieder. Ihr Praxia-Maul hat mir das Baden erlaubt, in jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage, ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Ist der Typ vielleicht so eine Anspielung auf den verrückten Hutmacher oder was? So, und hier habe ich immer das Wobbeln sehen, das heißt, wir nutzen jetzt mal das da. Aufsammeln. Heimgesuchte Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meinen, da sie einer von Peeves liebsten Orten für Streiche sein soll. Schloss auf Stufe 1. Ja, da muss ich noch irgendwas lernen. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist, glaube ich, die Damentoilette. Da sollte ich vielleicht nicht rein. Sonst läuft mir wahrscheinlich noch die maulende Myrte über den Weg. Haben wir hier was? Nee. Oh, aber da hinten ist was. Sammeln. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan, der Schlachsige, dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß, wofür. Da oben ist noch eine Kiste. Da ist eine Tür, wo ich wieder nicht durchkomme. Nee, das ist keine Tür. Ach, hier kann ich das auch. Revelio. Sammeln. Karte von Argyllshire. Auf diese Karte ist Argyllshire abgebildet, eine Region in Schottland, zu der die Hebriden gehören. Die Heimat des schwarzen Hebridendrachen.
Oh, ich habe 8 von 8 Seiten gefunden. Herausforderung abgeschlossen. Kriege ich jetzt wieder was? Herausforderung. Herausforderung. Eine komische Mütze ist als nächstes dran. Hogwarts Hut. Hogwarts Handschuhe. Dankeschön. Nice. Wir sind schwer bei 20 Minuten. Na Mensch. Nein, die haben Spaß hier. Ja, ich hatte hier irgendwo gesagt, da ist eine Truhe. Oh, hallo. Huch! Was war das denn? Ich wurde gerade von einem Frosch gefressen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Truhe. Sammlung aktualisiert. Aviar Braun. Ist hier offen? Oh. Okay. Alles klar. Ich möchte gerne wieder zurück, Fröschlein. Das ist irgendwie... Also wäre das hier mein erster Tag in Hogwarts, ich würde an jeder Ecke und an jedem Ende erstmal total erschrecken. Weil irgendwas passiert, das nicht vorhergesehen ist. Revelio. Was ist das da oben? Muss ich da... Kann ich irgendwie... Zielen. Oder hier. Akio. Oder hier. Leviose. Nö. Und einfach drauf. Drauf zielen geht auch nicht. Okay. Aber war hier nicht irgendwo... Revelio. War hier nicht irgendwo die Kiste? Da hinten ist eine Kiste. Oh Gott. Ich werde da nie hinkommen, wo ich hin muss. Später irgendwann mal, durch Zufall wahrscheinlich, komme ich da hin. Hof des Uhrenturms. Lucan ist da drüben. Ach, ich bin angekommen. Oh, guck mal, hallo. Leviosa. Sammeln. Oh je, 1 von 15 jetzt auch noch. Hallo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier Bock habe zu sein. Ein bisschen Geld. Geht's hier auf? Nö. Auch wieder aufknacken. Da haben wir ein Burgtor. Hier haben wir auch ein Schloss. Kann ich dir helfen? Nö, eigentlich. Hallo. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Offensichtlich. Ich habe ihn einen Dämpfer. Nee, so frech bin ich nicht. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Doch. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Muss ich? Ich will eigentlich gar nicht, aber... Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Nein, eigentlich nicht. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Ach komm, ich mag sowas nicht. Ich will lieber erkunden. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Runde beginnen. Zielanvisierung. Caps Lock. Oh nein. Erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen? Nutze die Pfeiltasten, um das Ziel zu wechseln. Ich soll mit auf der ganz linken Seite zielen und auf der ganz rechten Seite soll ich das Ziel verfolgen. Yay.
Ich mag das jetzt schon nicht. Ich glaube, ich muss wirklich mal in der nächsten Aufnahme muss ich mal mit Controller versuchen, ob das irgendwie anders sich spielt, vielleicht besser spielt. Wenn man hier Ziel anvisieren kann, ist das vielleicht eher ein Fall. Und wenn man sowieso nur 4 Zauber nutzen kann, ist das vielleicht tatsächlich ein Fall für einen Controller. Muss ich mal testen. Confringo! Oh Gott, nicht ruckeln! Nicht ruckeln! Ist das etwa alles? Levioso! Hui! Batz! Die Findo! Protego! Levioso! So sehen Sieger aus! Jawoll! Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Gott sei Dank. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Gib mir was dafür. Ich will eine Belohnung haben. Ich hoffe, du kommst wieder. Gekreuzte Stäbe, erste Runde. Schließe Neben- und Beziehungsaufträge ab. Alter, ich habe ganz viel EP gekriegt dafür. Nice. Gib mir eine Belohnung dafür. Du hast gesagt, man kriegt eine Belohnung. Ich will eine Belohnung haben. Hallo, ich bin hier gefangen. Kann mir jemand helfen? Ist ja nicht so, dass Agonyser dich nicht durchquetschen könnte. Das ist auch zu. Das ist alles zu. Ach warte, ich kann mich doch teleportieren, ne? hieß es nicht, ich sehe irgendwo die Nebenaufgaben? Ich glaube... Karte ändern. Ach so. Herausforderungen. Nee, das ist das da. Karte. Aufträge. Hallo? Habe ich aktuell noch irgendwas? Nur primär. Keine Aufgaben, keine Beziehungsaufgaben. Also ich muss jetzt im Grunde weiterhin... einfach durch Hogwarts laufen und muss freischalten, erkunden und eventuell irgendwelche Nebenaufgaben finden. Das heißt, hier im Astronomieflügel fehlt noch ein... Kann ich das irgendwie eintragen? Wegpunkt festlegen. Ja, sehr gut. Da kann ich nämlich hier erstmal die Teleportdinger erkunden. Ja, ihr seht... Hallo? Jetzt. Ihr seht bei mir halt immer wieder so im Hintergrund, wie Textur nachladen. Ne? Das wird uns leider wahrscheinlich auf dem ganzen Spiel über begegnen. So, und immer genau umschauen. Hier sind wir, glaube ich, auch schon mal. Da ging es auch raus. Ne? Genau. Da waren wir, glaube ich, auch. Hier stehen Leute. Das da oben haben wir schon. Ach, das war das mit dieser Flammenfrau. Oh, da haben wir wieder was zum Anklicken. Hier waren wir auch schon. Ich erinnere mich an das Rhinoceros. Noch weiter runter. Haben wir hier irgendwas? Außer was zum Drehen? Es erfreut unsere steinernen Herzen, von solcher Arroganz umgeben zu sein. Okay.
In Schwierigkeiten? Was ausgeheckt? Dachte ich mir schon. Ich könnte auch gleich von Jarvis umgeben sein. Oh, haha. Gemälde von Ilius. Dieses Gemälde zeigt den jungen und verwaisten Zauberer Ilius, der bekanntermaßen sein ganzes Dorf von einer Armee von Dementoren und dem schwarzen Magier Rascidian rettete, indem er einen Mauspatronus beschwor. Oh, da ist auch noch... Achso, das ist der Wegpunkt hier. Hallo. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Das kann ich mir gut vorstellen, ne? Bei dem riesigen Gebiet hier auf jeden Fall. Das glaube ich gern, dass das ultra kompliziert war. Oh, Mizi! Shut up! Einmal Katze kraulen. Auftrag anfangen. Ah, Unterrichtsraum Verwandlung. Gut, ich denke mal, dass wir noch früh genug hier alles erforschen können und wir können in das meiste ja auch noch gar nicht rein. Deswegen würde ich sagen, komm, wir starten jetzt einfach mal die Haupthandlung weiter, weil irgendwie müssen wir ja vorankommen. Aber machen wir erst in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder bei 31 Minuten. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.